Sie denken, die Prostitution ist nicht ein normaler Job. Das geht ganz diskriminieren. Immer. Aber nur wegen nur dieser Maske, momentan. Immer so diskriminieren. Radio Dreifach. Im Kanton Luzern werden alle Bordelle geschlossen. Der Bund hat das nicht vorgeschrieben. Darum hat es so für hitzige Diskussionen gesorgt. Finde ich gut. Muss konsequent sein und dort ist das Risiko gross. Ich bin eigentlich auch dagegen, dass man irgendeine Branche schließt, egal. Aber das Problem ist, wenn das Gesundheitswesen überfordert wird, haben wir auch alle nicht Lust, dann nicht in ein Spital gehen können, wenn wir müssen. Schwierig zu sagen. Ich selber bin jetzt niemand, der das benutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Leute, die dort arbeiten, sehr schwierig ist. Jetzt wehren sich aber die betroffenen Sexarbeiterinnen am Luzerner Kantonsgericht. Warum der Kanton trotzdem will, seine Massnahmen durchführen und was es für die Betroffenen bedeutet, wir finden es heraus. Um dieser Frage nachzugehen, treffe ich mich mit den beiden Sexarbeiterinnen, der Patricia Grüezi. Und der Paula. Sie haben sich bereit erklärt, mit mir über die Thematik zu reden. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Jetzt ist es so, dass die Erotikbranche schließen muss. Wie trifft euch das jetzt persönlich, dass ihr nicht mehr arbeiten könnt? Für mich das ist so schlimm, oder? Ich habe diese Zimmerzahlen, Steuerzahlen und die Krankenkasse, Auszahlen, alle Sachen von Zahlen, oder? Wenn ich keine Arbeit, was ich mache? Wie könnt ihr jetzt überleben? Also wie kommt ihr finanziell über die Runden? Momentan ich warte von der Stadt, was sie Entscheidung gibt wegen Unterstützung, weil wir können nicht arbeiten, wir können gar nichts verdienen. Wir haben Kollegen, die haben Kinder, die müssen wirklich ihre Familie, wo ihre Familie, wo sie leben. Was soll sich ändern, damit ihr die Arbeit wieder machen könnt? Ich akzeptiere das schon, aber ich brauche den Staat oder die Kanton helfen uns, oder? Okay, vielmals. Auf Wiedersehen. Ich hatte unter anderem noch mit Birgit Snefstrup Kontakt gehabt. Sie ist in der Geschäftsleitung des Vereins LISA, die sich um die Anliegen von Sexarbeiterinnen kümmert. Jetzt habt ihr ja ein Schutzkonzept bei euch in der Branche. Ist das aber nicht vielleicht bei euch ein bisschen schwieriger zum Umsetzen, da ja die körperliche Nähe eine extrem wichtige Rolle spielt? Das sehe ich eigentlich schon nicht so. Also klar ist Küssen und orale Befriedigung oder so, das ist dann nicht möglich mit einer Maske. Aber alles andere ist aus meiner Sicht möglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Zahnarzt gehe oder Kosmetik, dann hat nur eine Person, also ich habe ja dann keine Maske an, hat nur eine Person eine Maske an. Also das ist dann für mich nicht weniger heikel. Ich finde das nicht eine faktenbasierte Entscheidung, die die Regierung getroffen hat. Und ich hoffe sehr, dass, wenn es dann darum geht, Verlängerungen zu machen, dass man diesmal wirklich auf Fakten sagt, das ist ein Bereich, in dem viele Ansteckungen passieren. Und sonst hat es für mich eigentlich nicht Hände und Füße, muss ich sagen. Mit diesen Anliegen haben wir die Luzerner Regierung konfrontieren. Leider hat der Regierungsrat vom Gesundheitsdepartement, der Guido Graf, und auch die Medienabteilung vom Kanton Luzern keine Zeit gehabt, momentan mit uns vor der Kamera ein Gespräch zu führen. Sie haben uns aber eine Frage schriftlich beantwortet. Aufgrund der weiterhin zunehmenden Fallzahlen erachten wir unter anderem auch das Ansteckungsrisiko in Erotik- und Sexbetrieben als hoch. Im Weiteren würde im Falle einer positiv getesteten Person auch das Contact Tracing erschwert bis verunmöglicht, da in der Regel die Klienten ihre Kontaktdaten nicht hinterlassen. Was denkst du, wird die längerfristige Schließung von Bordellen noch für Konsequenzen mit sich bringen? Schreib es doch in die Kommentare. Hier im Kanton bleiben es auf jeden Fall bis auf Weiteres zu, aber es ist momentan noch beschwerdehängig beim Kantonsgericht.